Irgendwie fühle ich mich komisch. Ist alles okay, Lisa? Mir ist schwindelig und ich zittere wieder. Oh mein Gott, Lisa. Bitte nicht, gib uns noch ein paar Stunden. Du warst noch so jung, Lisa. Es tut mir leid. Wir konnten dir nicht helfen. Wo sollen wir sie beerdigen, Martin? Wo sollen wir sie beerdigen, Martin? Am besten in München. Sie hat dort ihren Lieblingsort. Okay, dann gehen wir dorthin. Was ist los, Martin? Stimmt etwas nicht? Das ist eigenartig. Was meinst du? Lisas Herz, es schlägt ganz normal. Komm, Marie, wir bringen sie ins Hotel. Lisa, kannst du uns hören? Komm schon, mein Schatz, wach auf! Komm schon, mein Schatz, wach auf! Wir sind es, Mama und Papa. Wo sind wir? Waren wir nicht gerade eben am Strand? Lisa, du bist wach. Ja, aber ich bin noch etwas müde. Ich glaube, ich schlafe noch etwas. Nein, bleib wach, bitte. Mama, warum weinst du denn schon wieder? Stimmt etwas nicht? Marie, reiß dich zusammen. Marie, reiß dich zusammen. Ich brauche dich jetzt. Okay, was soll ich tun? Du musst Lisa wach halten. Ich werde mit dem Arzt sprechen. Hallo Doktor, hier ist Martin Peters. Ist es schon passiert? Ich weiß es nicht. Wie, Sie wissen es nicht? Ist Lisa am Leben oder nicht? Ist Lisa am Leben oder nicht? Ja, also irgendwie lebt sie noch. Wie kann das sein? Sie ist umgekippt, wie Sie gesagt haben. Aber dann ist sie einfach wieder aufgewacht. Was? Das kann nicht sein. Doch, wollen Sie mit Lisa sprechen? Alles gut, ich glaube Ihnen. Was sollen wir jetzt machen? Vielleicht ist der Prozess einfach etwas verzögert. Am besten, Sie genießen noch einmal die Zeit mit Lisa. Bitte bleiben Sie noch ein paar Tage im Urlaub. Bitte bleiben Sie noch ein paar Tage im Urlaub. Okay, das machen wir. Was hat der Arzt gesagt? Wird sie doch wieder gesund? Nein, leider nicht. Wir sollen die Zeit mit Lisa noch genießen. Ich halte das nicht mehr aus. Für mich ist es auch schwer, aber dürfen uns nichts anmerken lassen. Denk an Lisa. Okay, ich gebe mein Bestes. Lass uns zum Pool gehen, dort hat sie Spaß. Wie fühlst du dich, Lisa? Was ist das für eine Frage? Was ist das für eine Frage? Wir sind im Pool. Ich fühle mich super. Hast du irgendwelche Schmerzen oder bist du müde? Nein, ich bin topfit. Irgendetwas stimmt hier nicht. Marie, ich glaube, dass etwas nicht stimmt. Was meinst du? Findest du diese Krankheit nicht etwas komisch? Lisa hat keine Schmerzen. Sie ist manchmal einfach müde und schläft ein. Ja, ich habe so etwas auch noch nie gehört. Ja, ich habe so etwas auch noch nie gehört. Ich muss Lisa etwas fragen. Lisa, kannst du dich noch an den Arzt erinnern? Ja, er hat einen grauen Schnurrbart. Hat er dir irgendwas gegeben? Ein Medikament oder so? Ja, er hat mir eine Spritze gegeben. Und ich nehme jeden Tag eine Tablette. Davon hat er uns gar nichts erzählt. Ich werde das Krankenhaus anrufen. Krankenhaus München, Sie sprechen mit Linda. Hallo? Hallo Linda, hier ist Martin. Was kann ich für Sie tun? Eine kurze Frage. Dieser Arzt mit dem grauen Schnurrbart, wie lange arbeitet er schon bei euch? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Ich meine den Arzt, der Lisa behandelt hat. Wir haben keinen Arzt mit grauem Schnurrbart. Jedenfalls nicht bei uns im Krankenhaus. Was? Das kann nicht sein. Der Arzt, der Lisa behandelt hat, ist blond.
Sein Name ist Christoph. Oh nein, wir wurden betrogen. Wer hat dann Lisa diese Medikamente gegeben? 2 Wochen vorher. Bleiben Sie ganz ruhig, Christoph. Wenn Sie sich benehmen, wird niemand verletzt. Wenn Sie sich benehmen, wird niemand verletzt. Was haben Sie vor? Und warum haben Sie mich gefangen genommen? Sie kennen ein paar wohlhabende Leute. Ich war immer arm. Das wird sich jetzt ändern. Anfangen werde ich mit Familie Peters. Lassen Sie meine Patienten in Ruhe. Samuel ist noch zu Hause. Ich muss ihm sofort helfen. Seid ihr bereit, Max und Moritz? Ja, Chef, wir sind bereit. Denkt daran, wir nehmen nur wertvolle Sachen mit. Denkt daran, wir nehmen nur wertvolle Sachen mit. Schmuck, Uhren, Computer und so weiter. Alles klar, Chef. Gut, legen wir los. Das Telefon klingelt und es hat an der Tür geklopft. Ich mach erst einmal die Tür auf. Max, du gehst nach oben. Bring mir den ganzen Schmuck von Marie mit. Bring mir den ganzen Schmuck von Marie mit. Moritz, du gehst in den Keller. Da muss irgendwo der Autoschlüssel sein. Beeilt euch, wir haben nicht viel Zeit. Hey, was macht ihr denn hier? Ich dachte, niemand ist hier. Oh, ich habe Angst. Ich will nicht ins Gefängnis. Haltet sofort die Klappe. Hallo, mein Kleiner. Wie heißt du? Ich heiße Samuel. Wer sind Sie? Ich bin Bernd. Was machen Sie in unserem Haus? Ich bin ein Freund von deinem Vater. Er hat uns darum gebeten, ein paar Dinge für ihn zu holen. Ach so, sagen Sie das doch gleich. Weißt du vielleicht, wo der Schmuck von deiner Mutter ist? Ja, der ist in einer roten Büchse im Schlafzimmer. Danke, Samuel. Danke euch. Ich gehe wieder ins Wohnzimmer. Ich muss auf Luca aufpassen. Habt ihr ihn gehört? Jetzt macht euch an die Arbeit. Marie, es ist alles eine Lüge. Lisa geht es gut, sie hat keine Krankheit. Oh mein Gott, ich bin so erleichtert. Ja, aber dieser Arzt, er hat irgendetwas vor. Und Samu ist alleine zu Hause. Ich rufe ihn sofort an. Hallo Papa, was gibt's? Samuel, kannst du mich hören? Ja, deine Freunde sind gerade gekommen. Wen meinst du? Deinen Freund Bernd und seine Kollegen. Ich kenne keinen Bernd. Doch, er hat gesagt, er kennt dich und Mama. Er ist hier, um eure Sachen abzuholen. Wie sieht er aus? Er hat einen grauen Schnurrbart. Samuel, hör mir jetzt genau zu. Ich höre. Du nimmst jetzt sofort Luca mit und versteckst dich irgendwo. Am besten unten im Keller. Komm nicht raus und sprich mit niemandem. Hast du alles verstanden? Ich habe Angst, Papa. Du musst keine Angst haben. Wir sind gleich da. Okay, bis gleich. Wir müssen sofort zum Flughafen. Lisa, leg den Hamburger hin. Wir müssen los. Ich habe aber Hunger. Los jetzt, beeil dich. Gute Arbeit, Jungs. Verschwinden wir von hier, bevor die Polizei kommt. Ich hoffe, Samuel geht es gut. Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Dafür wird dieser Arzt bezahlen. Samuel, geht es dir gut? Papa, ihr seid wieder da. Ja, es ist alles okay. Die bösen Leute sind wieder weg. Aber sie haben alle unsere Sachen gestohlen. Das ist egal.
Wir sind alle gesund und in Sicherheit. Das ist alles, was zählt. Frage an euch. Welche Farbe hat die Büchse mit dem Schmuck? A. Blau, B. Grün oder C. Rot? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.